Auch am Dienstag bleiben uns ein stürmischer Wind sowie Schnee- und Regenschauer erhalten. Die Tageshöchstwerte bewegen sich um den Gefrierpunkt. Am Mittwoch klettert das Quecksilber dann schon wieder bis auf 5 Grad. Aus heutiger Sicht kann es nochmals zu heftigen Böen kommen. Im Tagesverlauf ist mit Regenschauern zu rechnen. Am Donnerstag beruhigt sich die Wetterlage. Der Westsachsenhimmel zeigt sich den ganzen Tag über bedeckt, die Temperaturen bewegen sich um die 6 Grad. Am Freitag erwartet uns eine ähnliche Wetterlage. Bei Tageshöchstwerten um die 7 Grad bleibt der Himmel trübe und zugezogen. Gelegentlich ziehen Regenschauer ins Sendegebiet. Liebe Zuschauer, das war tagaktuell vom Montag. Ich bedanke mich fürs Einschalten, freue mich, Sie auch morgen wieder begrüßen zu dürfen. Ihnen jetzt einen angenehmen Abend, machen Sie es gut.